Hallo und willkommen zurück zu einer Runde Valheim. Oh, genau richtig. Der Boden zittert. Natürlich greifen die Trolle direkt im Lager an. Guck mal hierher, deiner. Was gut gegen Trolle. In ein Leder. Was ein Einstieg in eine Folge. Das war so eigentlich nicht geplant. Wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Da hinten ist noch einer, machen wir also das Tor zu. Leider nicht so viel Leben. Probieren wir doch mal den Buff schnell. Oh ja. Ich habe keine Ausdauer, aber fällt mir gerade auf. Aber. Oh, die Schütterungen werden schwächer. Das ging schnell. Ein kurzer kleiner Raid. So, nochmal kurz hier einen Blick drauf zu werfen. Wir sehen gerade keinen und es wird dunkel. Der Einstieg in diese Folge wird immer besser. Gut, ich wollte euch kurz was zeigen. Und zwar stand ich jetzt ein bisschen auf keiner Base rum. Und wie ihr seht, wir haben zwei gute Hände und wir haben noch ein Ei. Bin gerade dabei, die Eier hier. Aber noch mehr Eier. Auszubrüten. Na, komm mal her, ich muss das hier gleich mal ein bisschen umbauen. Komme ich da ran, Henne? Obwohl, es zeigt mir immer noch warm an. Na gut. Werfen wir ein bisschen das hier hin. Und hier hin. Und dahin. Gut. Ich bitte das Gehege etwas größer und ein bisschen umgestalten wollen mit euch. Ich würde es ganz gern zulassen. Nicht, dass wir wieder so ein Fledermaus-Raid bekommen und uns die Ledermäuse alles zerlegen. Aber erstmal wollen wir ein kleines Schläfchen, würde ich sagen. Und dafür müssen wir natürlich dieses eine Beet, wo ich die Rübensamen mache, noch umbauen. Ich bin noch ein Troll. Richtig. Hier ist noch einer. Freundchen. Hör auf, meine Basis zu zerlegen. Der Raid ist vorbei, deine Freunde haben sich verzogen. Da könntest du bitte auch gehen. Tschüss. Wer ich gehen will, der muss fühlen. Wir müssen das hier mal ein bisschen erweitern, damit weil hier nicht einfach so mehr nah an meinem Gehege stehen. So. Wir das auch noch weg. Uns wieder ein paar Münzen angesammelt. Das ist sehr gut. Wobei Eier brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Gartenhacke. Muss hier. Da ist sie. Den Hammer haben wir. Dann machen wir doch erstmal hier die Rübensamen weg. Dann
können die Rüben auch erstmal wieder raus. Die können wir gleich mal anpflanzen. So. Und so, das Beet kommt dann hier weg. Das werden wir ein bisschen begradigen und dann das Häuschen hier ein bisschen größer ziehen. Und die Rübensamen können wir hier so lang verteilen, würde ich sagen. Wir bräuchten mal das zum Einebnen. Liegen noch welche? Habe ich das jetzt mal auch irgendwo hingepackt. Da. Müsste doch schon fast reichen, oder? Kultivieren wir den Spaß mal direkt, obwohl wir machen erstmal die Umrandung fertig. Da brauchen wir ein bisschen Holz. Und auch den erstmal wieder aktivieren wollen. Damit wir mal Holz haben, tragen können. So, welche haben wir letztes Mal genommen? Ich glaube die. Nee. So, das sollte meines Erachtens schon reichen. Dann können wir das ganze Ding mal kultivieren. Und dann können wir hier die Rübensamen schon anpflanzen. Und haben da vorne etwas mehr Platz. Rübensamen. So, das sollte ausreichen. Gut, dann werden wir mal das ganze Ding hier einebnen. Hier entsprechend auch. Vielleicht ein bisschen lang ziehen, ziehe ich das hier lang. Acht.
So, dann. Gut, das ganze Ding würde ich etwas größer machen wollen. Wir machen erstmal die Böden weiter. So. Okay, ist immer noch ein bisschen zu hoch. Ah, sieht flach aus. So, das Ganze nicht von uns erweitern. Alle falsch. Weil der falsch ist. Das ist besser. So. Ja, mit dieses Verbauen. Pause. So, ich hätte hier auf jeden Fall ganz gern eine Art Schleuse. Dass wir hier keine Hühnchen verlieren. So. Und ich habe schon keine Halter. Das ganze Ding kann hier weg, das ist hinfällig. Soll noch ein Feuer rein. Mal ganz kurz gucken, wie wir es machen.
Das passt mal überhaupt nicht. Hiermit. Und dementsprechend, damit sie sich nicht wieder selber verbrennen. Gut. So, wo hier schon direkt das Dächlein drauf. Solltest du nicht gebaut werden. So, und dementsprechend so, kommst du da ran? Funktioniert. Guck mal später, wie das aussieht. Das kann jetzt mal weg. Oh, wie viele Eier. Julio. Den Samen am besten mal in die Ecke. Die weg. Dann haben die auch Futter. So. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Machen wir auch neu. Kalidokali. Machen wir uns mal schnell hier eine Hilfsleiter.
glaube, das Ding wird keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber es soll eigentlich auch nur hauptsächlich effektiv sein. Wir werden noch genug Eier legen. Das können wir schon. Das ist cool. Damit sie nicht flüchten. Ich hab's gesehen, ihr wolltet flüchten. So, und der Boden. Damit ist die Fluchtgefahr erstmal ausgeschlossen. Dann müssen wir das Ganze noch einfach so machen. Und dann hätten die Hühnchen hier gut Platz, um sich zu vermehren, auszubrüten. Na komm schon, geh da rein. Also. So, hoffen wir, das Dach hält. Wird auch schon wieder dunkel. Oh, der Hammer ist kaputt. Gut, dann legen wir uns auch schnell hin. Das nehme ich erstmal. Tricky hier gerade. Muss er gleich nochmal gucken. Okay, hier passt was nicht. Du bist an der falschen Stelle.
Mach das trotzdem mal da rein. Vielleicht sieht man später nicht mehr. Wir können den Kamin ja noch ein bisschen höher aufhängen. Muss ja nicht auf der Höhe bleiben. Ich muss nach oben. Haben wir erst die Pfeiler. Er muss definitiv nach oben. Ich weiß, wenn ich hier stehen bleibe, werde ich an der Rauchvergiftung sterben. Aber was Mut das muss, ne? Gut. Haben wir die von hier aus hingebaut? Ja. Das ist so tricky. Ah, hier kann ich stehen. So, dann kommen hier die Wände ran. Ja. Und dementsprechend muss hier eine rein. Und hier kann ich das Ding draufsetzen. Ah, ich will auch drauf stehen. Lass mich da. Nee. Geht. So ist besser. Oh, oh. So, du kommst da rein. Gehen wir dich noch eine Stufe höher. Kann ich doch eigentlich so, so, so. Jetzt fehlt Holz. Ach ja. So ist das. Oder haben wir es doch gleich. Da ist der Schornstein da oben drauf. Und dann haben die ein schön großes Gehege. Können sie ihr Ei anlegen. Gibt noch einer. Wo sind der jetzt hingegangen? Müssen wir gleich von drin mal angucken. Mhm.
So, passt der. So passt die Wand. Na komm. So, geht doch. Nein. Ricky. Okay, wie baue ich das dann dahin? So, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Das ist blöd. Wenn ich das so mache und so. Ja, dann ist das halt. Es ist trotzdem Überdachung. Das passt nicht. Gut, lassen wir es mal so. Sagen wir haben gut was erreicht. Dann kann ich die guten Hühnchen noch alle füttern. Warum werfe ich die weg? Wollte ich nicht. Wollte ich noch ein bisschen. Was haben wir denn jetzt hier? Eins, zwei. Und eigentlich müsste noch ein kleiner sein. Okay. Man legt ja richtig gut Eier hier, zwei. Dann will ich das noch nehmen. Und die Kleinen verschwinden nicht einfach so. Cool, ja. Dann haben wir es geschafft. Ein klein bisschen überzogen diesmal. Die sind warm. Passt soweit alles. Beim Essen. Unser kleines Gehege steht. Mal kurz gucken, ob ich irgendwas. Passt soweit alles. Bitte. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.